Up Friends, ich bin's Luisa. Schön, dass du beim neuen Video hier auf meinem... Meine Haare glänzen nur, weil ich sie nicht gewaschen habe. Kanal mal wieder am Start bist. Körpereigenes Haaröl, bald im Verkauf. Dank mir später für dieses Video. Wir alle brauchen Geschenkideen. I got you. Ich habe dich auf Instagram gefragt, was du dir zu Weihnachten wünschst. Und deine Geschenkideen habe ich mir zu Herzen genommen. Die kommen nämlich auch zusätzlich in diesem Video vor, damit wir uns gegenseitig inspirieren. Und ich werde einigen davon tatsächlich glücklich machen. Und zwar ihnen diese Weihnachtswünsche sogar wirklich erfüllen und kaufen. Sowas habe ich auch noch nie gemacht. Und das habe ich bei der YouTuberin Sunny Loops auf ihrem Kanal gesehen, wo sie auch Weihnachtsgeschenke für ihre Zuschauer gekauft hat. Und da du mich über das gesamte Jahr hin verfolgt hast, meine Mental Breakdowns miterlebt hast und meine Produkte kaufst, mich supportest, war es für mich einfach sofort klar, dass ich dir genau sowas auch zurückgeben möchte. Das Ganze ist auch nur möglich, weil in diesem Video eine Zusammenarbeit mit Schub entsteht. Das heißt, mit dem Geld der Kooperation werde ich dir deine Weihnachtsgeschenke über schub.de kaufen, ne? Denn Schub ist ein Cashback-Anbieter. Vielleicht kennst du sowas schon, das habe ich in der Vergangenheit auch schon öfters vorgestellt, weil es einfach eine mega gute Sache ist. Cashback heißt so viel wie Geld zurück. Das heißt, du kaufst online bei deinen Shops ein, bei denen du sowieso einkaufen würdest und kriegst bei deiner Bestellung tatsächlich auch Geld zurück. Für die, die viele Klamotten einkaufen, da kann ich dir definitiv About You und Asos empfehlen. Gerade bei Asos gibt es 14% von deiner Bestellung zurück, plus noch die 70%, die es durch die Black Week sowieso auf Asos gibt, obendrauf. Und für Beauty natürlich mein All-Time-Favorite, Douglas. Wenn du dich jetzt unter meinen Link registrierst, bekommst du 5 Euro Cashback extra geschenkt. Bam, bam, bam. Chris Kid Luisa macht sich jetzt auf den Weg und sucht sich für dich die passenden Geschenkideen aus und gehen jetzt auch dann mit dir shoppen. Kommen wir zur ersten Geschenkidee. Und zwar hat sich die liebe Daria aus meiner Community auf Instagram eine Polaroid-Kamera gewünscht. Das erfülle ich dir sehr gerne. Und zwar gehe ich jetzt hier über Schub bei Mediamarkt und da gibt es gerade 4% Cashback. Das heißt, ich kann deine Kamera 4% günstiger ergattern. Und da habe ich jetzt hier die Sofortbildkamera von Fujifilm gefunden. Die gibt es in wunderschönen Farben. Für mich eine mega Geschenk. Idee, ganz klassisch, so wie in alten Zeiten mit der Polaroid-Kamera. Und ich werde dir jetzt die lavendelfarbene kaufen. Zweite Geschenkidee. Hier wünscht sich die Fenja einen Philips Airstyler. Oh mein Gott, das wäre so eine geile Geschenkidee, wenn ich mir endlich auch mit so einer Art Föhnfrisur meine Haare easy stylen könnte. So à la Dyson Dupe. Hier von Philips das Essential Care Warmluftbürste mit verschiedenen Aufsätzen. Herzlichen Glückwunsch, Girl, das gehört dir. Kann mir das bitte auch jemand schenken? Hallo. Nummer 3, perfekt für Make-up-Junkies und welche, die meinen Kanal suchten. Natürlich meine Produkte, meine Pinsel, mein eigener Highlighter und meine riesen Schwämme für Make-up. Denn mein eigener Shop ist auch Partner bei Schub. Das heißt, du kannst auch hier bei meinem Shop auch Cashback über Schub erhalten. Und zu dieser Aktion bekommst du den riesen Oschi für nur 5 Euro in meinem Shop. Und dadurch, dass du über meinen Link 5 Euro Cashback geschenkt bekommst, bekommst du theoretisch den riesen Oschi sogar komplett kostenlos. Deswegen lohnt sich schon mal doppelt, den kostenlosen Oschi dir zu sichern oder generell jetzt einfach nur 5 Euro dafür in meinem Shop zu bezahlen. Und übrigens gibt es in meinem Shop auch 2 komplett neue Produkte und zwar wiederverwendbare Bio-Bambus und Bio-Wolle Abschminkpads. Hier sind ganze 16 Stück drin, inklusive Netzbeutel zum Waschen. Ich liebe die. Und dann haben wir auch ganz neu eine eigene Pinselseife, um deine Pinsel perfekt und fleckenfrei zu waschen. Ich freue mich riesig über diese 2 neuen Produkte dieses Jahr. Und da jetzt auch schon wirklich mehrere den Riesen-Oschi und mein Highlighter wollen, werde ich jetzt ein paar davon, wie zum Beispiel hier die Erdbeer-Bibi, glücklich machen. Nummer 4, wie wäre es mit dieser richtig coolen Sternzeichenlampe? Gerade die, die wirklich into Sternzeichen, Astrologie sind und wenn du vielleicht von deiner Freundin oder deinen Familien, deren Sternzeichen weißt, wäre doch diese Lampe mega cool. Und übrigens verlinke ich dir auch alle Produkte, die ich hier benenne, auch unten in der Infobox. Und zusätzlich für die, die nicht nur auf Sternzeichen stehen, sondern generell auf Astrologie stehen und alles, was mit dem Universum zu tun hat. Hier habe ich diese wirklich wunderschöne Mondlampe. Die macht so einen schönen Effekt nachts, weil einfach der Mond so hell strahlt. Und ganz ehrlich, wer ist nicht fasziniert von dem Mond? Und das Beste ist, es ist sogar die echte Oberfläche, die auf dieser Lampe ja auch abgebildet ist. Und es erzeugt zusätzlich noch so ein richtig entspanntes Stimmungslicht.
Schmuck. Aber nicht nur irgendein Schmuck, sondern es fragen mich wirklich super viele, woher ich diese Edelsteinkette habe. Diese Kette mit diesem riesen Anhänger hier. Und ich habe Urban Outfitters sowas ähnliches gesehen, denn da ist auch ein Edelsteinanhänger drauf. Und davon gibt es dann auch welche auch bei Etsy. Ich finde sie einfach super schön und besonders und ich trage meinen hier wirklich sehr, sehr gerne. Und passend zu der Kette, wie wäre es mit einer richtig schönen Schmuckbox? Die kann man auch hier personalisieren lassen mit dem Namen oder auch generell ohne Namen. Und die mit dem goldenen Rahmen finde ich wirklich so, so schön. Natürlich auch nicht nur so Schmuckkästchen, sondern auch wirklich auch Schmuckständer zum Halsketten aufhängen, weil es sind immer gerade so kleine Dinge, die man immer gerne verlieren oder sich immer so verheddern. Und auch so ein Schmuckständer wünscht sich hier die liebe Julie aus Instagram und das schenke ich dir. Wie wäre es mit einer personalisierten Laptop-Tasche? Gerade auf Etsy kannst du die Initialen von dir und deiner besten Freundin zum Beispiel eingravieren oder bedrucken lassen und es ist dann wirklich super individuell oder auch für deinen Freund. Wie wäre es mit diesem Mini-Kühlschrank hier? Ich finde das so, so geil. Da kannst du nicht nur Getränke verstauen, sondern auch Kosmetik oder auch gewisse Tabletten, würde ich sagen. Und gibt es auch in mehreren Farben. Gerade auf TikTok habe ich super viel von diesem Sternhimmel-Projektor gesehen. Die sind wirklich auch gerade nachts so, so schön zum Einschlafen und geben wirklich eine schöne Atmosphäre. Und hier hat sich die Maya auch auf Instagram einen Sternhimmel-Projektor gewünscht. Und den kriegst du. Es wird komisch, aber ich finde es irgendwie mega geil. Und zwar diese Wackelköpfe. Und weil gerade auf Etsy gibt es dann auch Hersteller, die dann die Wackelköpfe so machen, wie du und deine beste Freundin zum Beispiel aussiehst. Und das finde ich echt eine witzige Sache. Wie sieht es mit dieser Uhr aus? Aber das ist nicht nur irgendeine Uhr, sondern eine LED-Wörteruhr. Und dann wird dir einfach die Uhrzeit mit Wörtern gesagt. Mal was anderes. Und übrigens war das mein allererstes Weihnachtsgeschenk an meinen Freund. Eine LED-Wörteruhr. Gerade auf TikTok und auf Social Media habe ich super viele gesehen, die mit Epoxidharz arbeiten. Damit machen sie wirklich super coole Sachen wie Schlüsselanhänger und andere kreative Dinge. Und hier gibt es super viele Sets davon. Und hier hat sich die Melli auf Instagram auch ein Set davon gewünscht. Und ich finde das eine mega coole Geschenkidee. Und sie bekommt natürlich auch ein Set von mir. Wie wäre es mit so einer Filmebox? Also alles, damit du für einen perfekten Filmeabend alles hast. Darunter fällt natürlich eine richtig geile Popcornmaschine. Und passend dazu zum Filmabend-Geschenkbox gibt es hier einen Smartphone-Projektor. Damit kannst du dann einfach auf dein Smartphone Filme schauen und es dann auf deine Wand projizieren. Also mega. Dieses Steak-Branding-Tool finde ich mega witzig, weil damit kannst du dann auch den Namen deines Freundes zum Beispiel personalisieren lassen und dann das dann in dein Fleisch oder in dein Steak einbrennen. Und es ist auch echt witzig, weil du sozusagen auch so ein Brandzeichen setzen kannst, wie ein typischer Bauer eben, der dann sagt, das hier ist meins. Also für alle Frauen, die es gerne ihrem Freund zum Beispiel schenken wollen und dein Freund dann das Steak isst, wo dein Name draufsteht. I love it. Und zum Thema Freund und Freundin habe ich diese Tasse hier. In der steht halt einfach, du hast recht. Also gerade die so ein bisschen streitende Meinungsverschiedenheiten haben, finde ich diese Tasse mega witzig. Aber ich habe auch noch andere Tassen, wie zum Beispiel die hier. Die habe ich auch, wo Bitch draufsteht. I mean, why not? Die habe ich übrigens meiner Schwester geschenkt. Grüße gehen raus. Und dann gibt es noch diese Tasse hier, wo der Geschlechtsteil steht. We love that. Mobile Powerbanks sind mega cool, aber gerade die, die in Form von Harry Potter oder in Form von Rick and Morty sind, sind eigentlich mega cool. Gerade für die, die eben diese Serien und Filme lieben. Kommen wir auch mal zu was Selbstgemachten. Wie wäre es mit dieser coolen Fotogeschenkbox? Du machst diese Box auf und es explodiert alle vier Seiten mit Fotos und selbstgebastelten Seiten mit deinen Sprüchen. Kann man komplett selber basteln, also ist das eine komplett kostenlose Geschenkidee. Und wie du das bastelst, da habe ich auch echt ein altes Video auf meinem Kanal dazu. Aber auch generell gibt es auch super viele Anleitungen online. Behalt auch immer die ganzen Kinokarten oder wo man ein erstes Date hatte. Solche Kleinigkeiten kann man da auch echt gut reinkleben. Und gerade zum Thema Retro, wie wäre es mit einem Schallplattenspieler? Und ich meine, wir sind alle bei Spotify irgendwie angemeldet und streamen Musik digital, aber wirklich eine alte Schallplatte zu nehmen und sie aufzulegen, dieses Knistern, was man am Anfang hört, hat schon was Nostalgisches und finde ich ein super schönes Gefühl, was man auch zu Weihnachten vermitteln kann mit einem alten Schallplattenspieler. Wie wäre es mit einem Lichtwecker? Die gelangen jetzt zurzeit immer mehr an Popularität und sind auch ein bisschen auf der teuren Seite. Damit richtig schön mit Tageslicht geschmeidig aufzuwecken, als mit einem schrellenden Ton deines iPhones, finde ich mal mega schön. Das ist jetzt auch wieder etwas Witziges. Und zwar kannst du Unterwäsche personalisieren lassen oder auch Socken zum Beispiel mit deinem Gesicht. Du lädst dann einfach ein Foto von dir hoch von deinem Gesicht, ziemlich nah. Und dann kannst du zum Beispiel die Socken überall mit deinem Gesicht versehen oder die Unterhosen, sei es für Frauen oder für
für Männer oder Handtücher oder Bademäntel. Oder du kannst auch so ein Wellness-Set machen mit einem Bademantel und Handtücher, die du dann mit deiner personalisierten Schrift besticken lässt. Für alle, die gerne Fotos machen, da gibt es verschiedene auch Ringlichter, die super günstig sind und echt viel aus deinem Foto rausholen. Gerade ein Ringlicht zusammen mit dem Stativ in einem fürs Handy oder generell etwas Größeres. Und da hat sich die liebe Zera auf Instagram genauso ein Ringlicht gewünscht, damit sie auch mal schönere Fotos machen kann, auch wenn es dunkel ist. Und das gönne ich dir. Wie wäre es auch mit einem Lederarmband bzw. auch mit Armbändern, wo du deine Initialen auch personalisieren kannst? Am Verschluss, solche Sachen, die personalisiert sind, sind echt was Besonderes und gibt es halt auch nur einmalig. Und das finde ich auch eher auf Etsy. Diese LED-Leuchte mit deinem Foto finde ich auch super besonders, gerade dann, wenn es einfach eine schöne Nachttischlampe zum Beispiel ist und da euer Foto dann leuchtet. Echt romantisch und finde ich echt einen super süßen Gedanken, was man so verschenken kann. Diese Art von Pflanze habe ich wirklich so noch nie gesehen und ist echt mal was Einmaliges. Und zwar kannst du eine bestimmte Pflanze in einem Holzwürfel verschenken und dann kannst du dann einfach deine eigene Pflanze in deinem Zimmer auch ja wachsen lassen. Dieser Holzwürfel ist wirklich sehr ökologisch, weil er dann selber zu Kompost bzw. zu deinem eigenen Dünger wird, sobald du den Würfel dann in einem größeren Topf umpflanzt. Also noch grüner geht's nicht. Mega cool, oder? Für die Leute, die auch ein bisschen mehr auf Do-it-yourself stehen, für die habe ich auch ein eigenes Plantarium. Das heißt, du kannst da bei diesem Set deine eigene Pflanze hochzüchten. Natürlich gibt es auch eine Geschenkidee für die Leute, die gern essen. So ein Food-Geschenkidee. Here I am. Und zwar gibt es hier bei diesem Set, kannst du dein eigenes Eis selber machen. Und zwar genau genommen gerolltes Eis selber machen. Ein mega Hingucker und nicht einfach ein 0815 Eiskugeln, sondern damit kannst du dann mit dem Set wirklich Eis selber richtig schön dünn rollen und servieren. Ich müsste echt bei QVC arbeiten. Judith Williams, hit me up, girl, hit me up. Es gibt auch noch so kleine Mini-Döner-Grille für zu Hause. Aber das kannst du nicht nur für Döner verwenden, sondern generell für Fleisch aller Art. Es ist einfach perfekt geeignet für Kebab, Gyros, Schaschlik-Spieße, genau die meine ich. Und Scampi, Hähnchenflügel, Vegetarisches. Also es ist einfach so ein Spieß, was sich selber dreht. Mega geile Sache. Und was du eben sonst so aufspießen und aufrösten willst, dein Nachbar, deine Schwiegermutter, you know. Ein gutes Glätteisen ist wirklich super schwer zu finden und viele fragen mich auch mein Glätteisen, was ich immer benutze, weil ich ja ziemlich starke Locken habe. Und dasselbe hat sich auch die Anni gefragt auf Instagram, denn sie wünscht sich endlich ein gutes Glätteisen, weil ihr Altes immer verklebt ist. Girl, same. Ich schenke dir jetzt einfach auch mein Glätteisen, was ich benutze. Und zwar benutze ich hier von L'Oreal den Steampot mit so einem Wasserkanister, was mit Wasserdampf arbeitet. Und ich kann mir für mich nichts Besseres mehr vorstellen. Deswegen schenke ich dir hier meins. Kalender, echt eine Sache, die super viele unterschätzen und da gibt es auch viele Marken und viele Arten von Jahreskalender, um einfach deine Woche zu planen und das ist wirklich ein Gamechanger für viele, die einfach super viel arbeiten und auch viele Dinge in ihrer Woche als Ziel einfach auch unterbringen möchten und hier hat sich die Laura auch einen Leuchtturmkalender gewünscht und das schenke ich dir. Lavalappen sind zurzeit sowas von gefragt, ich sehe die gefühlt überall, weil man sie einfach wieder kaufen möchte und es ist einfach wieder so ein Nostalgie-Moment und so ein Lavalampe wäre so ein schönes Geschenk. Und hier wünscht sich die Milena auch aus meiner Crusher-Community eine goldene Lavalampe. Und ich habe jetzt hier auch eine gefunden. Die schenke ich dir. Sneaker zu verschenken ist immer eine gute Sache. Ich glaube, ich kenne kein Gefühl, dem Sneaker nicht gefallen würde. Aber von Adidas, glaube ich, gibt es auch eine Möglichkeit, deine Sneaker personalisieren zu lassen. Und da kannst du da deinen Namen draufdrucken lassen oder den Namen von irgendwem. Und übrigens hat auch Leandro, also der Sohn von meiner Schwester, auch solche Adidas-Schuhe mit seinem Namen drauf. So süß. Eine weitere Geschenkidee ist ein Sushi-Abend. Ich würde es lieben, wenn man mir sowas schenken würde. Aber jetzt nicht einfach gekauftes Sushi, so wie ich jetzt. Ich habe Hunger, okay? Sondern ihr werdet euch einfach Sushi-Utensilien selber kaufen im Supermarkt, wie jetzt zum Beispiel diese Algenblätter, Reis, Klebereis und so weiter. Und ihr werdet euch den gesamten Abend damit widmen, Sushi selber zu machen. Es gibt dann auch hier so Sushi-Sets mit Utensilien und Accessoires, die dir dann das Sushi-Machen auch vereinfachen sollen. Und dann kannst du zum Beispiel auch vorab schon im Supermarkt dann die dazugehörigen Lebensmittel kaufen und dann die Accessoires und dann die Werkzeuge auch zusammen in einer Box zum Beispiel packen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so coole Geschenkideen zu Glückskeksen gibt. Und diese kannst du dir jetzt bei einer Seite sogar selber gestalten. Das heißt, du kaufst schon fertige Glückskekse auf diese Seite und kannst dann deinen eigenen Spruch
ja reinmachen lassen. Und gerade für deine Freunde oder so, so Insider reinzumachen und die dann zu verteilen beim Essen, finde ich echt mega cool. Oder wenn du ein bisschen günstiger werden möchtest, kannst du dann die Glückskekse einfach selber backen, deine eigenen Sprüche ausdrucken und dann selber in die Glückskekse reinmachen. Natürlich müssen die ganzen Make-up-Produkte ja auch irgendwo verstaut werden. Und bei den Leuten, wo es genau ziemlich unordentlich ist, habe ich Make-up-Organizer. Aber nicht irgendwelche, sondern richtig krasse Make-up-Taschen, wo du dein Make-up wirklich gut ordnen kannst. Und da lohnt es sich, ein paar Tage zu warten, denn Anfang Dezember kommt da vielleicht was von Crash raus, wo du dein Make-up perfekt einordnen kannst. Es lohnt sich auch deshalb, mir auf Instagram zu folgen, damit du bei solchen Aktionen definitiv wieder dabei bist, aber natürlich, um meine täglichen Mental Breakdowns auf Instagram Stories und meine Postings immer zu verfolgen. Die nächste Geschenkidee klingt ein bisschen banal, aber ich finde es mega passend, gerade für die Leute, die viel YouTube schauen. Natürlich YouTuber, natürlich Merch von YouTubern zum Beispiel, also Hoodies oder einfach die Produkte von YouTubern oder Instagrammern. Und ich bin sicher, da freut sich wirklich jeder und sehr viele YouTuber haben Klamotten als Merch oder auch eigene Bücher zum Beispiel oder auch die Produkte. Die nächste Geschenke, die habe ich tatsächlich von meinem Freund auch geschenkt bekommen, und zwar eine Heizdecke. Es ist nicht nur eine normale Decke, sondern die ist dann mit einem Kabel und einer Fernbedienung verbunden und die wird instant nach 2 Minuten so warm. Vor allem auch für die, die an den Füßen echt kalt sind. Mir, da ist mir wirklich nie kalt und ich schlafe immer mit dieser Heizdecke dann ein und ich liebe es. Diese Geschenke, die ist ziemlich lustig und gerade super, wenn du einfach auch gemeinsame Zeit verschenkst. Und zwar habe ich hier diese altmodische Tanzmatte. Die ist in so einem Retro-Stil und kannst du dann einfach an deinem Fernseher anschließen und bei über 100 Songs einfach an den Schritten, an den jeweiligen Tasten auf der Matte dann draufdrücken und so kannst du dann einfach so ein Spiele-Tanzabend mit deinen Freunden machen. Als ich diese Rollschuhe gesehen habe, war ich instant verliebt. Diese sind wirklich so, so schön und machen einfach so, so Spaß. Und ist einfach mal was anderes als so die klassischen Inline-Skater. Und auch hier so ein Retro-Vibe, was einfach super viel hermacht und einfach echten Eindruck hinterlässt. Ein Spiegel mit LED-Lampen ist super praktisch, gerade dann, wenn du dich schminken möchtest, aber du nicht eine super Belichtung irgendwie in deinem Zimmer hast und so integrierte Lichter im Spiegel. Geil. Es gibt auch super günstig diese kleine UV-Lampe für deinen Nagellack oder generell für deine Maniküre zu Hause. Aber so ein bisschen praktischer, glaube ich, wäre das Neonail-Set, was es auf Douglas gibt. Das sind Nagellacke und alles so ein bisschen mit dabei. Wenn du aber jetzt auch keinen großen Glätteisen unbedingt brauchst oder kaufen möchtest, gibt es auch Mini-Glätteisen, wie zum Beispiel für Pony oder für unterwegs oder für die Leute, die auch eher feineres Haar haben. Und die sind auch super günstig. Kannst du dich noch an die kleinen Tamagotchis erinnern? Das waren einfach so kleine Computerspiele für unterwegs, wo du dich dann um ein Haustier kümmern musstest. Also aus den 90ern, super retro, aber die kommen auch tatsächlich zurück. Und da habe ich einige auch bei Urban Outfitters entdeckt. Also gerade du, wenn du so ein 90er-Jahre-Kit bist, wäre das ein mega Geschenk, wie ich finde. Diese Geschenkidee werde ich definitiv auch selber kaufen. Und zwar ist es ein Bluetooth-Lautsprecher, aber für unter der Dusche. Das klebt tatsächlich an deiner Wand, wo du duschst. Und es kann nass werden, aber du kannst während dem Duschen trotzdem Musik hören. Du musst es nicht irgendwie aus der Dusche draußen hören, sondern in deiner Dusche drin. Aufklebenägel sind auch dieses Jahr sehr, sehr krass im Trend gewesen, aufgrund der Lockdown und Nagelstudio zu, you know it. Aber gerade die Aufklebenägel, die so richtig krasse Designs haben, die man sich einfach unmöglich selber mit Nagellack machen kann, diese sind richtig cool. Bei dieser Geschenkidee dachte ich mir am Anfang, nee, aber doch, ganz ehrlich, Metallstrohhalme. Niemand braucht in 2020 noch Plastikstrohhalme, schützt die Ozeane. Und vielleicht kannst du damit einfach schon mal starten, dass dann derjenige, den du beschenkst, einfach gar keine Plastikstrohhalme mehr kauft, weil er eben die metallischen hat. Kurze Verzweiflung, weil mir tatsächlich gerade die Ideen ausgegangen sind, aber ich habe diese Wimpernkollektion noch in meiner eigenen Sammlung gefunden, weil ich die so mega geil finde. Gerade für Make-up-Junkies, für Wimpernfanatiker, auch jetzt trage ich auch Wimpern. Und hier von Adele, die besten Wimpern aus der Drogerie, die haben eine fette Kollektion mit den Bestsellern aus 10 Wimpern. Das gibt es bei Douglas und sieht so heftig nice aus. Ich trage auch gerade die oben hier. Schreib mir in die Kommentare mal Karottensaft in die Kommentare. Dann weiß ich, dass du bis hierhin geguckt hast. Und dann können wir mal einige Leute auch noch in den Kommentaren verwirren, weil die
ganz bestimmt nicht hier bis zum Ende des Videos gelangen. Aber das ist tatsächlich das, was mich auf YouTube am meisten ja supportet und auf YouTube auch weiterbringt mit Algorithmus und diesen ganzen Problemen, das Video bis zum Ende zu schauen. Und schreibt mir auch noch zusätzlich in die Kommentare, ob ein paar Geschenkideen dabei waren und dich die inspiriert haben und ob du dir was davon holen wirst. Und wenn ja, was? Und an dieser Stelle danke ich dir fürs Zusehen und dann würde ich sagen, sehen wir schon ganz schnell in einem neuen Video wieder. Bis dann!